Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wer hat das Gras weggeraucht Box von BeatHide. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wer hat das Gras weggeraucht von BeatHide? Das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine sehr ungewöhnliche Box, denn wie wir unschwer erkennen können, handelt es sich hier um eine Holzbox. Sie ist relativ hoch, aber dafür auch eher klein gehalten, quadratisch. Und wir haben hier so einen hellbraunen Holzton rundum. Hier hinten haben wir zwei Scharniere, die das Ganze hier zusammenhalten, also den Deckel befestigen. Und dann haben wir hier auf dem Cover so ein wildes Muster in Schwarz. Also in der Mitte lesen wir einmal den Albumtitel und dann haben wir hier so rund um das Zentrum diese verschiedenen Grafiken, diese Formen hier. Also wir haben hier unter anderem hier dieses alte Logo von West-Berlin bzw. die Sekte. Dann haben wir hier die Maske AIDS, das von Agro-Berlin hier, das Sägeblatt. Dann haben wir hier noch diverse Blätter, Tapes und auch noch das BeatHide-Logo, der Schriftzug. Also jede Menge Details hier in diesem Muster verarbeitet. Ansonsten ist das wirklich komplett in dieser Holzmaserung. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht dann hier auf. So, wir haben hier einmal im Deckel noch so zwei Holzhalter, die scheinbar das hier oben eigentlich in Position halten sollten. Bei mir ist es jetzt hier rausgefallen. Okay, wir haben hier einmal, zweimal einen kreisförmigen Sticker. Dann haben wir eine Autogrammkarte, einen Gutschein bzw. einen Tourflyer, das Album an sich, eine Grinderkarte, dann die Kassette, also das Tape. Das dürfte dann ein Bandana sein. Dann haben wir hier noch Papes und Filtertipps. Und ein kleines Tütchen, also so einen Druckverschlussbeutel. So sieht das Ganze von innen aus. Also hier schön auch wieder alles aus Holz. Wir haben hier dann diverse Register, wo man verschieden große Inhalte unterbringen kann. Und hier dieses Teil hier kann man rausnehmen, also es hat hier unten entsprechend so eine Schiene, mit der das Ganze hier schön einzuführen ist. Und dann haben wir hier auch eine Aussparung und hier, das bietet sich an, um Zigaretten oder auch anderes zu drehen. Ja, was außerdem noch hier verarbeitet ist, ist hier an der Oberseite drei Stück und unten drei Stück. Das sind so ganz kleine Magnete. Also wenn man das hier schließt, dann merkt man, dass hier Magnete das Ganze noch etwas zusammenhalten. Also es gibt einen Widerstand beim Öffnen und sorgt dafür eben, dass das Ganze nicht dauernd so aufgeht. Und dass es hier entsprechend das Ganze stabilisiert. Gut. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, also von der Optik her, wie auch schon vom Boxdeckel gesehen, nur eben hier in Schwarz und Weiß. Hier an den Seiten haben wir dann noch BeatHide, BeatHide, BeatHide stehen. Es ist das siebte Album, das siebte Soloalbum von BeatHide. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder, wer hat das Gras weggeraucht. Und ganz kurze Info zu diesem Albumtitel, denn der ein oder andere wird die Zeile vielleicht kennen. Es ist ja eine ganz alte Textzeile von BeatHide, Wer hat das Gras weggeraucht? Und zwar aus diesem wunderbaren Album. Und zwar haben wir hier Track Nummer 4. Der Neger hieß das damals und auf diesem Track ging unter anderem im Refrain eben der Anfang immer, wer hat das Gras weggeraucht und so weiter und so weiter. Also, nur dass ihr da Bescheid wisst. So, wir haben hier jede Menge Sachen drauf und zwar haben wir insgesamt 18 plus 14, also 32 Tracks, das ist echt eine Ansage. Und wir haben auch jede Menge Features. Wir haben hier Features von Nura, Smokey, Sido, Plusmacher, SDK, Juju, Uno, Virus, Beethovens, Frauenarzt,
Tessa, Sido, Kalle, Sido, Joker, Gauner, Vokalmatador, Frauenarzt, Orgi 69, Sido, Taktlos, Boogie, Vokalmatador, Rhyme & Simon, Kalle, Band, Rhyme & Simon, Fork, Dent, Vokalmatador, Milos, Sido, Die Sekte, Funkfüchse, Sido, Sido, Die Sekte, Lingo, Die Sekte, Sido, Sido. Alter, also das sind echt unfassbar viele Tracks. Und auch unfassbar viele Features. CD2 nennt sich meines Wissens Best of Sekte Tapes. Und das sind einfach auch sehr viele, ja, ich sage jetzt mal bekannte oder alte Tracks. Und daher auch diese Vielzahl an Features aus der guten alten Zeit von Die Sekte. So, dann haben wir die Beteiligten plus einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Okay, ja, also die zwei CDs haben wir. Was mir jetzt etwas abgeht, was jetzt hier nicht dabei ist, ist das Booklet. Schade, aber ja, ist hier scheinbar keins dabei. Wir haben zwei CDs und diese CDs kommen hier in feinster Vinyloptik. Also hier nicht nur optisch, sondern auch die Rillen, man hört es vielleicht, kann man hier sogar erfühlen. Und wir lesen dann hier im Zentrum wieder, wer hat das Gras weggeraucht. Jawohl, also auch die CD hier komplett in schwarz eingefärbt, dass dieses Vinyl-Feeling noch verstärkt, finde ich sehr schön gemacht. Auf der Rückseite das Ganze in grün. Und dann haben wir noch die zweite CD, eben dieses Best of Sekte Tapes. Sieht so aus. Und ist, ja, oh ja doch, hier in der Mitte, ich wollte gerade sagen, ist gar nicht zu unterscheiden, aber doch, hier in der Mitte steht CD2. Hier kann man es dann doch unterscheiden von der regulären Album-CD. Gut, so viel zu diesem Album, beziehungsweise ja, zu diesem Doppelalbum. Dann haben wir hier noch weitere Musik. Und zwar haben wir hier, wie so oft bei Beteid, der macht das ja, glaube ich, immer, dass er auch ein Tape beilegt. Wer hat das Gras weggeraucht? Lesen wir hier Beteid. Okay, dieses Tape gab es, glaube ich, regulär nicht. Das war wirklich nur in dieser Box enthalten. Die Kassette ist klassisch in schwarz und weiß designt, die B-Seite und die A-Seite. Und dann haben wir hier noch ein kleines Booklet. Hier lesen wir wieder den Albumtitel und hier haben wir dann die Tracks drauf. Und auf diesem Tape sind einerseits Tracks, die wir schon vom Album kennen, also die auch auf CD drauf sind, aber es sind auch Tracks drauf, die so nicht auf den CD sind. Und zwar sind das hier, ich glaube Track Nummer 3, dumm, der war nicht drauf. Track Nummer 7, Wenn ich ein Gangster wäre, featuring der Asiate. Ah, genau, Features haben wir hier auch noch, ganz klar. Und dann haben wir hier noch Track Nummer 1, 2, 4 und 8. Also die sind meines Wissens hier nur auf dem Tape drauf, also eben Deal, Auf Tour, Halbvoll und Gammeltag. Die hat man dann hier Tape exklusiv. So, dann packen wir das Ganze mal wieder zurück. Jawohl. Also, schönes Tape. Dann haben wir mit dabei, passend zum Albumtitel, eine Grinder-Karte. Die kommt hier in so einem schwarz-weißen Etui. Hier lesen wir wieder Beatheit und das Ganze hier in dieser Optik gehalten, wie auch das Cover. So sieht dann die Grinder-Karte aus, also auch hier wieder der Beatheit-Schriftzug. Und hier kann man dann entsprechend Sachen kleinmalen, so durchreiben, je nachdem, was ihr da durchreibt. Das ist natürlich euch überlassen. Ein kleines Tütchen, einen kleinen Druckverschlussbeutel, der hat es ja auch in das Album, in diese Box geschafft. Wer hat das Gras weggeraucht? Beatheit. Lesen wir hier und ja, also ihr kennt das. Ein ganz klassischer Druckverschlussbeutel. Hier oben kann man dann zumachen. So sieht er aus. Durchsichtig mit schwarzem Aufdruck. Dann ebenfalls sehr passend zum Albumtitel haben wir hier Papes und Filtertipps. Auch hier wieder komplett in dieser Schwarz-Weiß-Optik gehalten. 32 Papes und 32 Filter haben wir hier mit dabei. Der Marke Sigi. So sieht das aus. Eine Autogrammkarte haben wir auch mit dabei, hier Beatheit. Sieht so aus, ja, als wäre er hier auch gerade am Rauchen. Das Ganze in so einer Polaroid-Optik und hier unten in diesem weißen Balken lesen wir dann Beatheit hier mit grünem Stift. Auf der Rückseite den Albumtitel plus Kontaktdaten zu Beatheit, also hier kann man ihn kontaktieren.
einen Gutscheincode haben wir mit dabei, einen Dangerous Gutscheincode. Dachte ich mir doch, dass ich das Logo kenne, denn wo haben wir es? Genau hier. Dieses D, diese zwei Ds hier, die sich so überlagern, das ist das Logo von Dangerous und die dürften hier ein bisschen was beigesteuert haben zu diesem Album und dementsprechend gibt es dann hier auch einen 15% Gutscheincode einlösbar auf devshop.com. Also das ist der Code. Keine Ahnung, nachdem das Album ja schon 2 Jahre her ist, also 2017 erschienen ist, weiß ich nicht, ob der noch gültig ist. Könnt ihr natürlich gerne ausprobieren. So, und dann haben wir auch passend noch die 420 Tour 2017. Das waren die Dates. Sticker, 2 Stück an der Zahl, beide kreisförmig. Genau, also diese Zeile hier, wärmt ihr den Penis in den Bauch, das kommt eben aus diesem legendären Lied von Be Tight, ebenso wie diese Zeile. Also diese beiden Zeilen sind auf dem Track drauf. Die beiden kommen hier kreisförmig. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Bandana. Und dieses ist, wie nicht anders zu erwarten war, auch wieder in dieser Schwarz-Weiß-Optik. Hier in der Mitte lesen wir den Albumtitel und dann rundum wieder diese ganz vielen Symbole und Grafiken. So sieht das aus. Jawohl, jetzt würde mich noch interessieren, aber ich glaube, nein, wir haben hier keinen Zettel oder irgendwas, was uns darüber Aufschluss gibt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das Ganze aus Baumwolle ist. Wahrscheinlich 100% Baumwolle. Gut, wir packen das Ganze wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Bandana. Dann diese beiden Sticker hier, kreisförmig mit diesen Songzeilen. Dieser Tourflyer bzw. der Gutscheincode für Dangerous minus 15%. Deep Papes und Filtertipps, dieses kleine Beutelchen hier, diese Druckverschlussbeutel, die Grinder-Karte im Etui, die unterschriebene Autogrammkarte, das Tape zum Album und natürlich das Album, das Doppelalbum mit insgesamt 32 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box, wer hat das Gras weggeraucht von Be Tight? Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Be Tight unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!